Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir den Hades Paradox Cup in einen gar 45-minütigen langen Part erledigt. Und ja, wir stehen jetzt hier in, wie heißt der Ort nochmal? Der Hof der Zusammenkunft, ja. Und ja, hier haben wir 13 Türen, die es zu öffnen gilt. Und in diesen Türen befinden sich die Data-Versionen von den Organisation 13 Mitgliedern. Und die müssen wir uns jetzt alle einzeln nacheinander vorknüpfen. Ja, das wird ein Spaß. Einige davon sind übelst knüppelschwer und ich habe ein bisschen Angst. Und ja, was machen wir als erstes? Erstmal würde ich sagen, wenn euch der Part gefällt, dann könnt ihr ja ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder irgendwas anderes hinterlassen, um das zu zeigen. Und ja, je nachdem, wie lange die Kämpfe dauern, einige werden bestimmt nicht so lange dauern, werde ich die vielleicht, weiß nicht, mehrere pro Tag irgendwie hochladen. In keiner bestimmten Reihenfolge. Ich werde so nach der Reihenfolge gehen, welche ich als schwerst und als leichtesten irgendwie finde. Also ich fange mit den leichten natürlich an, arbeite mich dann zu den schwierigeren Bossen hoch. Und ja, welcher ist meiner Meinung nach der einfachste bisher? Das weiß ich nicht, aber ich würde mal zu Xaldin gehen, weil den habe ich bevor wir Level bevor ich Level 99, als ich Level 99 erreicht habe, bin ich mal in den Kampf von Xaldin reingegangen und habe geguckt, wie viel der mir so abzieht, wie viel ich dem abziehe und so. Das war aber bevor ich mir die 11 Dingens hier reingepfeffert habe, die 11 Kraftbolzen und Schutzengel. Muss man sagen, da, meine Güte. Und ja, ich habe 85 Angriff und Abwehrkraft, die sich immer noch ändern kann, je nachdem, welches Schwert ich nehme. Und das wird sich jetzt auch ändern. Und zwar nehme ich nämlich den Seelenwächter als Waffe. Was, warum macht er das denn? Warum nimmt er einen Ultima weg? Oh. Ja, weil Xaldin ein bisschen, ja, anders ist als die anderen Charaktere. Man den ein bisschen anders bekämpft als die anderen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt mal einfach da rein. Sah nicht so schlecht aus, als ich es privat versucht habe gegen den. Und ja, so machen wir. Ich tue natürlich nicht die anderen irgendwie ausprobieren. Aber jetzt nur Xaldin ausprobiert, deswegen machen wir den jetzt als erstes. Möchtest du dich mit einer gestärkten Datenkonstruktion von Xaldins messen? Oh ja, auf in den Kampf. So, ich habe natürlich den ganzen Schnickschnack wie Luftmeuchler, Magnetwelle und all sowas weggemacht. Also ich habe jetzt, glaube ich, eine Tornado müsste ich, glaube ich, immer noch haben. Ne, Tornado habe ich auch abweggenommen. Ich habe nur stinknormale Combo-Angriffe. Oder den Seelenwächter werde ich hier ausrüsten, weil ich Geistesblitz hier oft einsetzen muss. Und da Seelenwächter Situationsboost hat, tut das nochmal der Schaden von Geistesblitz erhöhen. Deswegen ist das hier, glaube ich, die optimalste Waffe gegen den. Ja. Ich gehe jetzt mal auf Abstand. Aua! Ich nicht weiß, wie er nochmal funktioniert. Ist jetzt auch. Ich habe den ausprobiert, bevor wir die Pilze, die restlichen, gemacht haben. So, haha! Was mache ich den hier? Boff! Der macht ordentlich Schaden mit Seelenwächter. So, zwei doppelte Abschluss. Das kann einfach treffen. So. Ein bisschen angreifen, ein bisschen abtreiben. Am besten ist, wenn ich irgendwie so abwehr und den seine Dinge ins Aua komme. Und seine Geistesblitze. Ich kann den Angriff irgendwie nicht ausweichen. So, jetzt habe ich 9. Gut. Wäre mal gut, wenn du von den Angriff getroffen wirst. Danke. Bestimmt auch irgendwie eine Möglichkeit, den hier besser zu treffen, aber ich weiß es nicht.
zwei Treffer so. MP sind auch wieder voll und ich wurde geheilt von Donald, ausgezeichnet. Aber ja. Das wird schon ein bisschen nerviger. Aua. Ich stell mich aber auch blöd an gerade. Ja, da muss ich mich retten gerade. Hat zum Glück gereicht. Keine Items doch. Der Angriff ist ein bisschen einfacher auszuweichen. Kommt er mit seinem blöden Drachen und ja, kann ich einfach durchrollen, glaube ich. Wenn ich es schaffe. Genauso. Komm mal her. Nicht du sollst Sprünge machen, ich soll Sprünge machen. So, komm her. Oh, jetzt wird er schon wieder hier. Schütz vom Wind. Ja, das ist gut. Ja, sogar noch mehr. Ja, geh weg. Und dann sind meine MP schon wieder aufgeladen. Wenn den Sack Angriff so irrsinnig lange dauert. Also jetzt läuft's gut. Jawohl. Aber durchgerollt. Ich will ja so viel abziehen mit dem Angriff. Er muss eigentlich immer nur den seine blöden Sprünge hier. Muss eigentlich nur den seine blöden Sprünge die ganze Zeit. Dreieck drücken. Getroffen? Nein. Ja, ich muss jetzt halt einsetzen, der ist jetzt da hinten. Ja, ausgezeichnet. Oh, das gibt's doch einfach nicht. Müssen ja nur treffen hier mit dem Scheiß. Komm her. Wo du wieder deinen blöden Drachen holst und so. Ich glaube, das war's. Und das war's. 8 Minuten. Wow. Wollte ich noch mal erledigen jetzt. Gut, genau das meine ich. Einige von denen dauern nicht so lange. Aber ich möchte jetzt nicht hier mehrere in ein Part reinpacken, deswegen ja, sozusagen ausgezeichnet. Deswegen beende ich den Part jetzt hier so mit 10 Minuten, 9 Minuten und tue dann wahrscheinlich 2 Parts auf einmal oder so hochladen, weil ich will die alle in einem Part haben. Die haben alle ein Part verdient, finde ich. Und ja, jeder hat einen eigenen Thumbnail und so was alles verdient, deswegen machen wir das so. Gut, einer mal geschafft. Ich werde dann zurückgehen, speichern und dann überlege ich mir, wen ich als nächstes mache. Ich glaube, ich tendiere zu, wen hat gerade im Kopf, Laxeos, weil der ist, finde ich, jetzt auch nicht so schwer. Ja, Malusha, Malusha habe ich gesagt. Sechsian. Ne, da ist Sechsian. Ist das hier? Oh, Wechseln. Oh. Ja, einige von denen sind richtig nervig, das weiß ich noch. Ja, warte mal, was? Dingens, Luxord. Ja, Luxord, der ist auch einfach. Den machen wir als nächstes. Gut, dann würde ich sagen, ich bin im Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Wenn euch das Part gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Kommentar, ein Abo, ein Like oder was auch immer, um den Kanal weiterzuhelfen. Das würde mich sehr freuen und ich werde mir dann in der nächsten Folge einen anderen hier vorknüpfen. Bis dann. Tschüss.